Da ja jetzt das halbe Internet irgendwie eine Meinung zur kommenden Nintendo-Konsole hat, die dann heißt Nintendo Switch, möchte ich an dieser Stelle auch mal so ein paar Worte verlieren. Man hat ja im Endeffekt jetzt gesehen, dass es ein Hybrid wird aus Handheld und stationärer Konsole. Das heißt, du hast eben halt unterwegs, hast du deine Handheld-Konsole und die kannst du dann eben halt in die Station andocken und dann hast du das Gerät eben halt als volle Konsole am Fernsehen. Also so suggestiert ist zumindest jetzt dieser Teaser-Trailer, wie auch immer, was man da gesehen hat. Und damit kommen natürlich dann auch sofort die kritischen Stimmen. Punkt 1 ist natürlich, dadurch wirst du natürlich keine 4K erreichen in Sachen Auflösung. Ist richtig, aber ich möchte das persönlich auch nicht, weil mir geht diese ganze Grafikhurerei, sage ich jetzt mal so ein bisschen, auf die Bausteinklötze. Ich meine, was bringt mir die geilste Grafik, wenn das Spiel scheiße ist und ich einen Patch brauche von 40, 60 Gigabyte, wie man das jetzt auf der aktuellen Konsolengeneration bei zwei anderen Vertretern sieht. Ich weiß jetzt nicht aktuell, wie schlimm das bei der Xbox ist, aber ich weiß auf jeden Fall von Fällen bei der PS4, dass das da so ist. Nicht, dass ich die PS4 jetzt als eine schlechte Konsole darstellen möchte, aber da taugt mir dann schon so eine Idee, die da Nintendo hat, dann schon eher. Und ja, die Wii U ist gefloppt, das muss man leider anerkennen. Aber weil sie ja jetzt den Anschein nach zurück auf Module setzen, wie das jetzt derzeit auch schon auf dem 3DS wunderbar funktioniert, kann man jetzt davon ausgehen eigentlich, dass es da erstmal weniger Patches benötigt werden und dass du da eben halt dann auch, wie man das in den guten alten Zeiten hat, wie man es auf dem 3DS kennt, dass du dann wieder dieses Plug-and-Play-Feeling hast. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Schritt. Da kann man nichts bemängeln. Und es wird jetzt natürlich auch Third-Party-Support geben. Da haben sich ja einige Publisher und Spieleentwickler eben halt schon, also da haben dann schon ein paar signalisiert, dass die dann eben halt Nintendo, also für Nintendo produzieren werden. Was mich dann so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass Bethesda dann eben halt auch jetzt wieder ein neues Skyrim für eine Nintendo-Konsole bringt. Das ist eine Überraschung, damit haben wir dann für drei Konsolengenerationen ein Skyrim. Gut, Skyrim ist ja kein schlechtes Spiel, aber ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwann so ein bisschen übersättigt ist und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt der große Renner wird. Dadurch aber könnte ich mir vorstellen, weil jetzt eben halt solche Publisher im Boot sind, dass es dann eventuell dazu führt, dass eben halt Serien, die man auf der PS4 kennt und liebt, dass die dann eben halt dann auch ihren dritten Teil auf der Nintendo Switch-Konsole bekommen. Ist jetzt nur mal so ein Gedankenspiel. Und weil man ja hier wieder diese Leute von die Dynasty Warriors machen, die hat man ja auch halt auch wieder im Boot und ich könnte mir da vorstellen, dass es dann mal wieder zu einem Warriors-Titel kommt, aber dass man da eventuell eine andere IP verwendet, weil man, zuletzt hat man es ja mit der Zelda-IP wunderbar hinbekommen. Aber jetzt mal abgesehen von dem Line-Up, was da eventuell kommen könnte, weil man weiß nichts, man weiß wirklich nichts, da kann man noch nicht irgendwie kritische oder positive Töne anbringen. Ich meine, man sieht jetzt bisher nur irgendwie so ein bisschen Footage. Man weiß jetzt nicht, ob es eine aufgeschönte Version von Mario Kart 8 ist oder ob es ein Mario Kart 9 sein wird. Definitiv wird das aber nicht das fertige Spiel sein. Weil wer Nintendo kennt und gut, dass die Jüngeren unter euch werden das vielleicht nicht so ganz wissen. Nintendo hat immer so bei ihren Konsolenpräsentationen immer Spielmaterial gezeigt und das Spiel im Endeffekt sah dann immer so ein bisschen anders aus, dass dann im Hintergrund Texturen verändert wurden, dass dann so ein paar andere Grafikfilter angewendet wurden. Es war halt immer so. Und ich persönlich bin dieser Konsole, wie ihr schon merkt, sehr positiv aufgeschlossen. Es kommt natürlich immer drauf an, was kommt da jetzt zum Line-Up raus, aber das werden wir dieses Jahr nicht erfahren, das werden wir erst im März 2017 erfahren. Und für mich ist Nintendo deutlich jetzt wieder zurück auf dem Konsolenmarkt mit dieser Konsole. Und jetzt werden natürlich viele, sage ich jetzt mal, von der Xbox-Fraktion aufschreien, so, nö, wir haben eine viel technisch bessere Konsole. Ja,
Aber was bringt mir das, wenn mir die Spiele nicht taugen? Ich persönlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich auf einer Xbox spielen sollte. Weil der aktuelle Halo-Titel, so gut der vielleicht auch sein mag, aber ich glaube, da bevorzuge ich lieber die anderen Teile. Aber jetzt mal abgesehen von den anderen Spieleherstellern und Konsolenherstellern, ich denke, dass nach wie vor Nintendo damit jetzt einen guten Schritt getan hat, weil man gemerkt hat, man fährt sich auf dem 3DS Handheld, auf dem Handheld-Markt gut. Warum kombiniert man das Ganze nicht? Und der 3DS hat ja sowieso schon viele Ports von der Wii U bekommen. Also, warum nicht? Vieles wird meines Erachtens auch eben halt auf der Unity Engine basieren. Das heißt, mit der Unity Engine werden viele Spiele für die kommende Nintendo Switch-Konsole gemacht werden. Aber es gibt Gerüchte im Netz, ich hoffe, das bestätigt sich, dass man dann eben halt auch viel mit der Unreal Engine arbeitet. Weil wer diese ganzen Internetvideos kennt, das ist auch geil, wenn es, sage ich jetzt mal, nur 720p oder 1080p ist. Es sieht geil aus. Und da kann man nichts anderes zu sagen. Wenn du jetzt eine Nintendo IP nimmst, daraus, also die Nintendo, irgendeine Nintendo IP mit einer Unreal Engine kombinierst, bist du auf der sicheren Seite, musst nur ein ideales Gameplay ausfeilen und alles ist bestens. Und ja, das Ding wird vielleicht kein Touchpad haben, also du kannst, also Touchscreen in dem Sinne, aber ich bin der Meinung, das muss man nicht haben, weil ich glaube, wenn ich jetzt nur eine stationäre Konsole habe und da ich vorher drauf touchen muss, bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber so geil das Wii U Touchpad sein mag, beziehungsweise das Wii U Touchpad, aber ich bin da jetzt nicht so der Fan von, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen schmaler ist, was laut der Präsentation der Fall sein wird. Aber gut, ich meine, bis März kann sich da noch viel tun, aber ich kann die kritischen Stimmen jetzt hier so an dieser Stelle nicht verstehen. Ich meine, ja, es ist ein Manko, dass die nicht 4K sein wird und das wird sie nicht, gehe ich fest von aus. Aber ganz deutliches Plus ist, wenn sie eben halt wieder auf Module umsteigen, weil du kannst auf einer AA Blu-ray Disc, schieß mich tot, kannst du eben halt nicht so arbeiten wie mit einem Modul. Und die Module, also die, ich sag's jetzt einfach mal, die SD-Karten, die können ja mittlerweile auch schon bis 250, 500 Gigabyte oder so. Irgendwie so, kann das sein? Schreibt's in die Kommentare, wenn ich Bullshit laber. Auf jeden Fall, das ist der Schritt in die richtige Richtung, meines Erachtens. So, und jetzt werde ich mir natürlich viele Feinde machen, weil ich jetzt diese Äußerungen getätigt habe, aber das ist mir egal. Ich denke, Nintendo is great again. Bis zum nächsten Mal.